Dafür war das Level extrem easy. Man haut mir jetzt hier so ein Viech hin, ey. Schön. Das ist schon mal nicht ohne. Schön. Ich glaube, es ist doch einfacher, wenn ich einfach so schieße. Ach, ficken, ey. Das ist doch... Schießen wir jetzt so. Weil besser. Zum Strafen ist das, glaube ich, nicht so geil. Dauert wahrscheinlich etwas länger. Was? Hier ist Strafen auf jeden Fall angebracht. Sehr gut. Was? Anders schaffen. Anders schon. Keine Ahnung. Schon scharf. So, kriegen wir hier noch alle Edelsteins? Yay! Wir haben alle. Super. Ah. Das heißt, wir können jetzt im Winterberg weitermachen. Winterberg? Nee, Winter. Als ich diesen riesigen Stachelrochen sah, dachte ich, es wäre um dich geschehen, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Die Magie des Eis hat dich sogar noch stärker gemacht. Sodass du noch einen weiteren Schlag für Spyro abfangen kannst. Winterberg heißt das nicht. Winter... Mitternachtsberg. Winterberg ist was anderes. Kann man gut Skifahren gehen. So, Mitternachtsberg. Winterberg. So, was machen wir denn hier für ein Level jetzt am besten? Ich hätte nämlich noch Lust, eins zu machen. Erstmal Sparks aufladen. Agent 9 haben wir ja schon gemacht. Ich glaube, wir machen einfach das hier. Wie heißt du denn überhaupt? Kristallinseln. Und danach machen wir aber Schluss. Schalus. Das ist das Unterwasserlied. Und hier gibt es kleine Schildkrötchen. Oh mein Gott! Okay. Psst, Spyro, erzähl es niemandem.
aber wir haben etwas vom Zauber der Zauberin gestohlen. Wir verstecken uns hier, während wir üben, damit umzugehen. Unglücklicherweise hatten wir einen kleinen Unfall und haben hier alles in Kristall verwandelt. Und das scheint die einheimischen Kreaturen erzürnt zu haben. Okay. Ah, okay, abfackeln. Die fliegenden Biber. Und Kraken gibt's hier auch. Ich bin so froh, dass wir hier diese Möglichkeit haben, mit Sparks uns die fehlenden Edelsteine anzeigen zu lassen. Okay, den kann man auch. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir den umrammen müssen, weil der so silber aussah. Silber ist ja quasi. Ne? Silber ist ja quasi Rüstung und Rüstung ist dann immer. Umrennen. Aber das war dann doch. Was passiert hier? Er kriegt aufs Maul. Da ist noch einer. Kommen wir erstmal hier unter Wasser. Als einsammeln und können wir dann. Ups. Mit dem quatschen, wenn wir alles hier haben. Gut. Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Sieh genau hin! Wie du siehst, ist nichts in meinem linken Ärmel, nichts in meinem rechten Ärmel. Aber jetzt mit einem Wink meiner Hand und dem Zauberwort Alakazam! Alakazam. Das ist sehr schön gemacht. Ich bin überrascht. Das ist total komisch, dass sie so verzögert kaputt gehen. Ah, das sind Ei, guck mal. Einer Zuschauer. Komm. Wir holen uns zuerst das Ei, bevor wir darüber fliegen. Das Ei auf der einsamen Insel. Manny. Mani. Manie. Keine Ahnung. Zurück kommen wir nicht, ne? Nee. Dann müssen wir wieder unten rumgehen. Am Ende ist es cool, da können wir nämlich hier, glaube ich, komplett. Jetzt muss er wieder zaubern. Können wir hier komplett rumfliegen, meine ich. Ähnlich wie auch im Wachtmeister Bird. Also beziehungsweise auch Zaubertürme hieß das Level, glaube ich. So ähnlich. Nur dass wir den Wachtmeister Bird nicht brauchen, sondern wir kriegen die Flugeigenschaft. Diese ganze Zauberei ist nur Zeitverschwendung. Aus diesem Grunde werde ich diesen Wirbelwind dort drüben starten. Abracadabra. Diese Franzose. Französisch. Jetzt triff doch mal. Irgendwie süß, die Bärchen. Man hat so komische Geräusche. So, jetzt sind wir unter Wasser. Oh, den habe ich nicht getroffen. Da bist du. So, da habe ich hier noch eine Flasche gesehen. Noch eine Flasche. Ich glaube, das war's. Ja, ab in die Mitte. Ich dachte, du wolltest den dummen. Du wolltest aber zaubern, oder nicht? Okay, ich zeig's dir nochmal.
Wenn du genau hinsiehst, siehst du vielleicht, wie es gemacht wird. Abracadabra. Ah. Dass sie das nicht irgendwie so die ganze Zeit da lassen, sonst ist es immer weggeht. Eieiei. Spyro, wusstest du, dass ich ein hochbegabter Amateurzauberer bin? Meine Spezialität ist die erstaunliche ausfahrbare Brücke. Ich würde dir den Trick gern zeigen, aber erst brauche ich eine kleine Spende für meine Ausgaben, verstehst du? Was für Ausgaben? Sehr gut. Mal sehen. Hokus Pokus, waggel die Wang, mach die Brücke wieder lang. Wunderschön. Oder was mit dir? Ich arbeite an einem großartigen neuen Trick, aber dieser Bär verdirbt immer alles. Erstmal hier rüber. Oh nein! Was gibt's denn hier für ein... Warum ist denn hier so ein Bentley-Level? Ich will das nicht machen. Ich hasse Bentley. Okay, das müssen wir nachher machen, wenn die Dinger da sind. Okay, es sind doch zwei hier. Hallo. Kannst du es jetzt nochmal machen? Ich denke, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen, aber nur, wenn du versprichst, dem großen Zamboni nicht davon zu erzählen. Der stiehlt immer meine besten Tricks. Alakazam! War das auch der eine, der das gleiche gemacht hat? Blop, blop. Oh. Okay, jetzt sind sie weg. Mach's nochmal. Ich denke. Mann, Sparks, sammel's doch auf, wenn's schon am Runterfallen ist. Und nochmal. Ach, es ist durch mich durchgefallen. So, jetzt müssen wir ihn noch einmal fragen. Oh, na, kein Darm. Ich denke. Hier, du kannst das hier haben. Ich wollte es in einem Trick verwenden, aber mein Zauber prallt einfach davon ab. Lloyd. Das ist auch eine schöne Farbe mit den weißen Hörnchen.